Cnidaria, die Nesseltiere, sind einfach gebaute, vielzellige Tiere, die durch den Besitz von Nesselkapseln gekennzeichnet sind. Sie kommen weltweit sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser vor. Rezent sind über 11.000 Arten Nesseltiere beschrieben. Nesseltiere gehören zu den Gewebetieren, die Metazoa, und verfügen somit über echtes Gewebe und Organe. Es werden 5 Klassen Nesseltiere unterschieden, die Staurozoa, Kubozoa, Hydrozoa, Scyphozoa und Anthozoa. Bei den Nesselkapseln, Nesselzellen oder Nematozyten handelt es sich um einen speziellen Zelltyp, der ausschließlich bei den Cnidaria zu finden ist. Nesselzellen sind in die Epidermis der Tiere eingebettet. Sie dienen dem Beutefang oder zur Abwehr von Feinden oder Konkurrenten. Bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert. Die Hydrozoen sind eine Klasse der Nesseltiere. Einige Hydrozoen kommen nur kolonial vor, wiederum andere nur solitär. Hydra hat einen röhrenförmigen, radialsymmetrischen Körper, der im ausgefahrenen Zustand bis zu 10 mm lang sein kann. Der Körper wird durch einen einfachen, selbstklebenden Fuß, die als Basalscheibe bezeichnet wird, im Substrat gesichert. Am freien Ende des Körpers befindet sich eine Mundöffnung, die von dünnen, beweglichen Tentakeln umgeben ist. Jede Tentakel ist mit hochspezialisierten Nesselkapseln bekleidet. An Hydra lässt sich der diploblastische Aufbau der Cnidaria verdeutlichen. Hydra verfügt über 2 Hauptkörperschichten. Diese werden über eine gelartige Substanz, die Mesoglor, voneinander getrennt. Die äußere Schicht ist die aus dem Ektoderm entstehende Epidermis, die innere Schicht wird aus dem Entoderm gebildet und als Gastrodermis bezeichnet. Die meisten Hydrozoenarten verfügen sowohl über ein Polypen- als auch über ein Medusenstadium. Einige Hydrozoenarten kommen allerdings nur als Polypen vor, andere wiederum nur als Meduse. Hydra hat beispielsweise kein Medusenstadium, währenddessen Sarsia ein Medusenstadium hat. Glaumidea gehört zu einer Nesseltierordnung, in der Medusen, die sich auf voll entwickelten Hydranten bilden, äußerst selten sind. Ihre Polypen leben immer in Kolonien mit Hydranten in Hydrotheken, die normalerweise dauerhaft oder oft lang genug sind, damit sich das Tier vollständig in sie zurückziehen kann. Obelia gehört zu einer Gattung innerhalb der Nesseltiere, die in ihrem Lebenszyklus sowohl Polypen- als auch Medusenstadien aufweist. Das Medusenstadium von Obelia-Arten ist weltweit im Küsten- und Offshore-Plankton verbreitet. Die Polypenkolonie vermehrt sich ungeschlechtlich. Während dieser Lebensphase sind Obelia auf Substratoberflächen beschränkt.
Die Scyphozoa sind eine ausschließlich marine Klasse des Stamms der Cnidaria und werden als echte Quallen bezeichnet. Die meisten Arten der Scyphozoen, wie beispielsweise Aurelia aurita, die Ohrenqualle, haben zwei lebensgeschichtliche Phasen, einschließlich der planktonischen Medusen- oder Quallenformen und eines am Boden lebenden Polypen, der saisonal neue Medusen hervorbringt. Der Lebenszyklus von Aurelia aurita beginnt mit der Freisetzung von Gameten aus dem Mund bzw. der Analöffnung und der Befruchtung im offenen Wasser. Die Eier schlüpfen dann zu Planula-Larven. Die Larven werden Teil des Planktons, setzen sich ab und wachsen zu einem Polypen heran. Die Polypenform ist normalerweise am Meeresboden verwurzelt und kann daher nicht schwimmen. Sobald der Polyp beginnt, sich über Teilung vegetativ zu vernähren, nennt man diesen Strobilar. Dabei werden die sogenannten Ephyren nach und nach abgeschnürt. Dieser Prozess wird als Strobilation bezeichnet. Bei der Ephyre handelt es sich eigentlich bereits um kleine Medusen, die jedoch zur großen Meduse reifen muss. Die Meduse ist in der Lage, sich sexuell fortzupflanzen. Die Anthozoa sind eine Klasse der Cnidaria, die Seeanemonen, Steinkorallen und Weichkorallen umfasst. Bei Aptasia und allen anderen Anthozoen ist die Körperform der Polyp, dem das Medusenstadium fehlt. Der Körper besteht aus einer Fußscheibe, mit der Aptasia am Substrat befestigt ist. Die Körpersäule ist länglich und glatt und endet nach oben mit der Mundscheibe, die viele Tentakeln trägt. Am Beispiel von Cerianthus wird die Planula-Larve gezeigt. Dies ist die freischwimmende, abgeflachte, bewimperte, bilateral-symmetrische Larvenform vieler Cnidaria. Cerianthus selbst ist eine Gattung von Röhrenanemonen, die keine Fußscheibe haben, mit der sie sich an einer Position halten können. Stattdessen leben sie halb vergraben im weichen Substrat
umgeben von einer pergamentartigen Röhre, die sie absondern.